Mahlzeit und ja, es ist schon wieder soweit. So ein Apfel ist auf dem Tisch gelandet. Yeah. Wer hier dem Kanal schon länger folgt, der wird wissen, ich habe zu denen so eine gewisse Hassliebe. Zum einen mag ich die Idee, die sie versuchen, im Sinne von es Nutzern einfach zu machen. Aber auf der anderen Seite machen sie halt auch viele Dinge, mit denen ich nicht so viel anfangen kann. Gerade sowas wie das Verdongeln der Geräte oder auch das Problem, dass man eigens entwickelte Programme, die man selber schreibt, gar nicht auf sein Gerät sinnvoll drauf bekommt. Aber für das Gemecker sind wir nicht hier, dafür gibt es genug Videos. Das Ding hier hat ein bisschen was Arbeit vor sich. Denn wenn wir das Ding hier mal rumdrehen, ich glaube, hier ist irgendwo mal was eingeschlagen. Das Display ist kaputt. Stern. Eigentlich ist es nicht kaputt, denn wenn wir es einschalten, funktioniert alles noch einmal frei. Sogar Touch geht halt überall noch. Aber ja, hier reißt man sich im Zweifel die Finger auf. Die Risse gehen bis hier in die Mitte. Wird man jetzt wahrscheinlich nur schwierig erkennen können. Da sieht man es, denke ich. Bis hierhin gehen die Risse und dadurch gehen dann auch zum Beispiel Stifte nicht mehr sauber. Auch wenn es der Finger noch tut. Prinzipiell ist das hier ein Fall für die Mülltonne, denn das Modell hier müsste irgendein iPad Pro oder so sein. Das hat zwar viele tolle Features, aber es ist softwaretechnisch aus der Wartung raus. Das heißt, man hat keine sinnvolle Garantie mehr, dass hier Sicherheitsupdates auch bereitgestellt werden, wenn Sicherheitslücken gefunden werden. Das ist dann etwas, was man in den meisten Fällen nicht haben möchte, weil spätestens, wenn man irgendwie Zugangsdaten hier drauf verarbeitet, sei es jetzt für was Kritisches wie Firmensachen, wie Online-Banking oder so, aber auch, ne, wollt ihr unbedingt euren Verlauf bei YouTube, Netflix, whatever, mit irgendwelchen Leuten, die hier draufkommen, teilen? Ich weiß ja nicht. Und kurzer Einwurf hier vom Editieren. Das, was ich gerade gesagt habe, ist eventuell oder sehr wahrscheinlich noch nicht mal korrekt. Die Sache ist, iPad Pro erste Generation, wie das hier ist, die sind eigentlich seit 2023 nicht mehr drin. Die sind mit iPad OS 17 rausgefallen. Aber das 11-Zoll-Modell, was ich hier liegen habe, das kam etwas später raus und hat eine neuere CPU, nämlich den A12X. Und der A12X ist derselbe Prozessor, der auch in der dritten Generation von iPad Pro verbaut ist. Oder zumindest in den ersten Modellen aus der dritten Generation. Und das führt dazu, dass dieses erste Generation-Modell tatsächlich noch Updates bekommen hat. Hier ist nämlich iPad OS 17 drauf, was es eigentlich nicht mehr geben sollte für die erste Generation. Wenn die sich tatsächlich an der CPU orientieren, dann würde ich davon ausgehen, dass das Ding hier mindestens noch 2 Jahre, eventuell sogar 3, 4 Jahre weiterhin mit Updates versorgt wird und ja, alles, was ich gerade gesagt habe, erst danach zutrifft. Also das Gerät offensichtlich tatsächlich nutzbarer, als ich im ersten Moment dachte. Aber trotzdem, die Dinger haben noch einen ziemlichen Restwert. Ich glaube, die hier, die müssten für 400-500 € das Stück weggehen. Okay, gut. Dann reparieren wir das doch. Ja, wie üblich hier bei denen, das ist verklebt. Das heißt, die Glasscheibe vorne, die ist auf den Rahmen draufgeklebt. Muss man warm machen, dann abziehen mit Vakuum. Ist heute eigentlich üblich, insbesondere bei Geräten, die wasserdicht sind, ist es auch nicht wirklich anders zu machen. Leider heißt es auch gleichzeitig, dass wir den Bildschirm wegwerfen müssen, denn ja, hier bei den aktuellen ist es so, dass die Trennung von der Glasscheibe vorne und dem eigentlichen Bildschirm nicht mehr wirklich für Bastler möglich ist. Da braucht man schon sehr viel Equipment. Insbesondere, wenn man es wieder zusammensetzen muss, muss man halt die Positionierung 100% hinkriegen. Muss ein Vakuum ziehen, dass keine Blasen reinkommen. Von daher, ich bin dann den einfachen Weg gegangen und habe mal hier einen wunderschönen neuen Bildschirm organisiert. Der ist Bildschirm und Glasscheibe, also das Touch vorne drauf. Kostet ungefähr 100 €. Gibt sogar den üblichen China Kram an Werkzeug dabei. Das heißt also, wer kein Werkzeug hat, der wird damit mit Sicherheit eine Grundlage bekommen, die mit Glück die eine Reparatur überlebt. Meistens sind gerade die Schraubendreher oder auch die Sachen, die Plastikteile, um das auseinanderzunehmen, aus einem sehr weichen Material, was dann dazu neigt, sich doch sehr schnell abzunutzen.
Wie auch immer. Das Ding hier muss auseinander. Das heißt also, ideal wäre es, den Akku leer laufen zu lassen. Aber was man auf jeden Fall schon mal machen kann, ist die Leiser-Taste und Power zu drücken. Dann kommt man in so ein Menü und kann das Ding zumindest ausschalten. Denn läuft es zumindest nicht im Hintergrund und macht Geraffel. So, dann brauchen wir Heißluft. Ich nutze hier meine Heißluft-Lötstation. Die ist eigentlich nicht dafür gedacht, aber ich kann es auch von der Temperatur weit genug runterstellen, dass das sauber funktioniert. Was alternativ relativ gut funktioniert, wenn ihr einen 3D-Drucker habt, Heizbett irgendwie 80 Grad, so um den Dreh, das Ding mit dem Bildschirm nach unten drauflegen, einmal warm werden lassen, dann habt das zumindest schon mal großflächig schön da drin. Aber wie gesagt, Heißluft tut's auch. Dazu hauptsächlich am Rahmen aufpassen. Und dann das Ding schon mal langsam warm werden lassen. Natürlich nicht zu warm. Wie gesagt, 80, 90 Grad, einfach nur, dass der Kleber schön flüssig wird. Flüssig wird er leider nicht, einfach nur weich. Zu warm wollt ihr das nicht machen, da ist halt ein großer Lithium-Akku drin und Lithium plus zu viel Hitze macht dann irgendwann Kabumm. Will man nicht auf der Werkbank haben, deswegen hier so. Dann gucken wir mal, wie wir das aufkriegen. Wie schon gesagt, die Sachen sind bei Apple leider häufig verdongelt. Das heißt also, im Gerät kann man nicht einfach Dinge tauschen, da gehen immer Funktionen verloren. Üblicherweise, wenn man das Display tauscht, verliert man Sachen wie zum Beispiel True Tone, eventuell die automatische Helligkeit. Was man allerdings aufpassen muss, am Display sind auch noch andere Dinge befestigt. Zum Beispiel haben wir hier ja unsere Kamera. Und diese iPad-Serie, iPad Pro First Gen, die hatte keinen Fingerabdruck mehr, sondern nur noch Face Unlock, also über die Kamera. Das heißt, wenn man hier oben die festgeklebte Kamera irgendwie kaputt bekommt, ist das eher ungünstig, denn dann geht kein Face Unlock mehr, auch wenn man Ersatzteil besorgt. Möchte man also tunlichst vermeiden, da etwas kaputt zu machen. Das heißt, gerade in dem Bereich von der Kamera extrem aufpassen. Wenn man im Internet guckt, sollte man auf der Seite anfangen. Das ist die mit den Lautstärketasten und gegebenenfalls dem SIM-Karten-Slot. Da in der Mitte wäre wohl recht gefahrlos. Also probieren wir das mal. Oder auch hier unten. Schrauben gibt es hier nicht. Bei iPads hat man, iPhones hat man meistens unten am Chargeport noch Schrauben. Gibt es hier nicht. Und was es ja auch nicht gibt, das ist große Bedenken meinerseits, etwas kaputt zu machen, weil hey, Display ist ja quasi schon kaputt. Ja, schauen wir mal, ob wir das hier hochgezogen bekommen. Ja, sieht gut aus, ich sehe was. Da öffnet sich eine Lücke. Ein Plektrum dazwischen. So, und dann haben wir unseren Start. So, Start ist eine Sache. Jetzt muss man dummerweise einmal rund gehen. Und den Kleber überall lösen. Das wird jetzt ein bisschen aufwendiger. Das Ganze ist dann jetzt einfach nur ein, wir machen heiß und gehen dann mit dem Plektrum oder anderen Sachen vorbei. Schön wäre jetzt ein zweites Plektrum, war dummerweise gerade keins in der Packung. Und ihr wisst ja, ich stehe ungern auf. Das heißt, wir machen das jetzt hier mit dem, zumindest mal so lange, wie es nicht kaputt geht. Wow, okay, speaking of nicht kaputt geht. Das war ein Stück vom Display. Ich glaube, ja, das ist eine Stelle, wo bereits ein Riss hin war. Das war offensichtlich ein bisschen viel für das Display dann jetzt. Aber gut, was kaputt ist, muss man nicht mehr ganz so viel aufpassen. Oder wie war das? Zumindest mal aufs Display. Was man natürlich aufpassen sollte, ist Kategorie Finger nicht schneiden. Es sind halt Glasscherben. Kann aua tun. Das ist natürlich extrem schwierig, wenn man keinen Ansatzpunkt hat. Normalerweise, wenn das Glas nicht gerissen ist an tausend Ecken, dann kommt es halt direkt am Stück. Das heißt, man könnte jetzt von der Ecke, wo es schon lose ist, einfach das Plektrum weiter reinschieben und es geht dann schon. Den Luxus haben wir jetzt hier nicht.
denke, damit ist es auch klar, warum es extra Firmen gibt, die so Reparaturen machen. Schauen wir mal hier, die Schrauben müssen raus. Da ist das erste Kabel, irgendwas angeschlossen ist. Hier geht es schon wieder gut los. Unterschiedlich lange Schrauben, unten die kürzere. Und zack. So, der wäre schon mal lose. Gut, dann müssten wir das jetzt eigentlich... Jo. Bis dahin aufklappen können. Dann würde ich sagen, hier unten ist das nächste Kabel irgendwo eingesteckt. So, Display weniger. Das Problem ist, wir müssen wahrscheinlich noch hier oben diesen Geraffel rausoperieren. Das sind die beiden Helligkeitssensoren und noch irgendwas in der Mitte. Legen wir es mal auf Seite. Denn ich habe die dumpfe Befürchtung, wir haben noch ein bisschen mehr zu tun, nämlich hier die ganzen Seitenränder müssen vom Kleber befreit werden. Sonst gibt das keinen. Na gut, ich mach mal, das ist ja nur Fleißarbeit. Okay, das sieht jetzt schon mal deutlich besser aus. Die Ränder sind soweit sauber. Ein bisschen klebt es noch, aber ein bisschen ist auch kein Problem. Das neue muss ich ja eh wieder festkleben. Von daher passt das schon. Hauptsächlich die Scherben sind raus. Dummerweise, wie gesagt, müssen wir noch ein bisschen operieren. Das heißt also, wir nehmen uns jetzt mal den hier vor. Also raus mit dem Sensor, dazu das Ganze warm machen und dann vorsichtig lösen. Dabei ganz besonders aufpassen, denn die Flachbandkabel dürfen nicht beschädigt werden, sonst ist halt Game Over. Die Dinger in der Mitte, das ist das LiDAR für Face Unlock und ein Mikrofon müsste das sein. Die sind mit einem sehr starken Kleber festgemacht. Ich bin hingegangen und habe den mit einem kleinen Seitenschneider da entsprechend abgeknipst. Danach ließen sich die Dinger entfernen. Normalerweise würde ich sagen, bei sowas sieht halt so nach einer Art Heißkleber aus. Da kann man einfach Isopropanol drauf machen, dann hört er auf zu kleben. Aber ich würde davon ausgehen, dass weder das Mikrofon noch der LiDAR sonderlich begeistert davon sind, wenn sie in Alkohol gebadet werden. Deswegen besser versuchen, da vorsichtig, aber mechanisch ranzugehen. Nachdem wir jetzt mit dem alten alles fertig haben, würde ich sagen, wir testen das einfach mal. Das heißt, ich habe mir mal hier den Bildschirm geholt, habe ihn einfach mal unten eingesteckt mit den vier Flachbandkabeln, die dabei sind. Und das sieht gut aus. Bild ist da, keine Defekte und Touch klappt auch. Das heißt, zumindest mal an den Grundfunktionen habe ich anscheinend nichts kaputt gemacht. Und das muss schon was für Grobmotoriker wie mich heißen. Okay, nachdem wir jetzt wissen, dass der Bildschirm geht, würde ich sagen, wir bauen den ganzen Kram mal wieder auseinander, denn wir müssen ja noch unseren LiDAR für die Face-Unlock-Sache wieder in Betrieb bekommen. Dann schauen wir uns mal an, ob wir da noch was reißen können. Meine ist jetzt nicht ganz so kritisch, wenn nicht, dann geht es halt nicht mehr per Face-Unlock. Die meisten Sachen gehen ja zum Glück auch mit PIN oder Ähnlichem. Das ist dann eh wahrscheinlich etwas zuverlässiger. Aber wir versuchen es mal. Das ist hier in dem Fall besonders problematisch, weil wir müssen die hier, wie gesagt, auf dem Glas festkleben, müssen aber dafür sorgen, dass vor diese Linse, also zwischen Linse und Sensor, nichts dazwischen läuft. Das ist dann mit meinen Klebern eher schwierig. Ich werde deswegen mal den Weg gehen, den man eigentlich wahrscheinlich nicht gehen sollte, und werde hier schön den Heißkleber drauf schmieren. Das ist nicht ideal, weil Heißkleber halt, wie der Name schon sagt, wenn es warm wird, recht flüssig wird und sich lösen könnte. Aber ich gehe mal davon aus, hier oben auf der Ecke, dass da hoffentlich nicht so warm wird. Wir haben zwar das Display in der Nähe und Displays sind jetzt nicht unbedingt die Sachen, die kühl bleiben. Aber ich hoffe einfach, dass wir weit genug an der Kante sind. Und wenn wir hier gucken, wir sind ja auch vom Mainboard her nicht an Stellen, wo jetzt eine CPU oder so dahinter setzt. Ich hoffe einfach, das bleibt kühl genug, dass sich das nicht löst. Es ist nicht unbedingt hilfreich, dass man nur schwer sehen kann, wo die hingehören, die Sensoren. Das müsste hier sein. Dann, ich sage hier nochmal so ein bisschen die Fäden entfernen, die sich nicht irgendwo am Rand festmachen.
Und was wir auch noch machen müssen, ist ein bisschen Schadensminimierung. Ja, wenn wir uns hier den Rahmen holen, wo das Mainboard und so drin ist, hier war ja die Stelle, wo es eingeschlagen hatte. Und wir sehen, der Rahmen ist so ein bisschen verbogen nach innen. Das wäre natürlich ungünstig. Das heißt, ich versuche den einfach mal mit einer größeren Zange ein bisschen nach außen zu biegen hier. Er ist noch heile im Prinzip, aber wenn das hier so nach innen steht, haben wir im Zweifelsfall mehr Druck an der einen Stelle aufs Glas. Dann geht das neue Display auch recht schnell kaputt. Also versuchen wir das mal gerade irgendwie mit ein bisschen groberen Werkzeug nach außen zu biegen. Wie gesagt, ich muss mal gucken, ob das hier reicht. Ansonsten muss ich mal kurz wirklich in Richtung Werkstatt. Vorteil hier an der Stelle, hier ist nichts in dem Bereich. Die erste Elektronik, die fängt halt hier an. Das heißt also recht unkritisch. Okay, ich denke, das sollte funktionieren. Ich habe jetzt einfach mal mit einem alten Schraubendreher und Hammer das hier, was nach innen gebogen war, nach außen gebogen. Hier oben war noch eine Kante drüber. Da bin ich nochmal mit der Feile drüber gegangen. Das ist nicht ideal, aber das Ding hier ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, dass irgendwas hervorsteht und entweder innen das Display oder außen die Finger verletzen kann. Das müsste so alles funktionieren. Wunderschön. Jetzt muss nur noch das Display rein. Theoretisch mit Kleber. Ich bin aber ehrlich gesagt gerade noch nicht so überzeugt, ob ich Kleber drauf machen sollte. Okay, also machen wir das Ganze mal wieder fest. Erst die großen hier unten gut zielen und drücken, bis es einklackt. Das Ganze sollte man vorzugsweise natürlich ohne Strom machen, aber der Strom ist dieser Verbinder hier. Ich habe es schon mal versucht, aber es ist nicht wirklich sinnvoll möglich, den da rauszubekommen. Man kann da was mit Pappe basteln, das hatte ich in der Vergangenheit schon mal gemacht, aber hier in dem Fall sah das für mich eher so aus, als ob ich mir damit was kaputt mache, als dass es hilft. Da ausgeschaltet ist, sollte theoretisch die Hintergrundbeleuchtung nicht an sein vom Display. Das ist das große Problem. Die Hintergrundbeleuchtung von Displays, die hat meistens eine höhere Spannung. Und wenn man dann hier die nicht gerade ansetzt, dann kann man da Sachen auf dem Mainboard beschädigen. Deswegen ist es immer besser, ohne Strom da zu arbeiten. Aber wie gesagt, wenn es ausgeschaltet ist, sollte theoretisch nichts da sein. So, alle wieder drin. Dann hatten wir diese Metallplatte, die machen wir wieder drüber. Oben sieht das Ganze ähnlich aus. Da haben wir ja noch unser Kabel von dem hier. Das wird jetzt wieder ein bisschen ungemütlich. Einfach weil das so kurz ist. Das heißt, man muss das Display irgendwie so halb rüber klappen, nach unten ein bisschen schieben und hoffen, dass man dann mit dem Kabel gerade so noch dran kommt. Und auch da kommt nochmal so eine Klammer drüber. Wichtig bei der Klammer, wie gesagt, da sind unterschiedliche Schraubenlängen. Die muss man noch wieder richtig rum reinbauen, sonst hat man ein Problem. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal, ob das jetzt funktioniert hat. Das heißt, ich lege das jetzt alles nochmal lose hier drauf, schalte mal wieder an. Mit Glück klappt dann unser Bildschirm noch. Das sieht schon mal gut aus. Und mit ganz viel Glück klappt jetzt hier oben auch der LiDAR mit der, diesem Face-Unlock-Gedönse. Warten wir mal ab, bis das er gestartet ist. Was sagt unser Face-Unlock? Dafür müssen wir erstmal uns mit PIN anmelden, sonst wird das nicht freigeschaltet. Und wenn wir jetzt einmal zu auf und hey, unlocked. Wunderschön, Face-Unlock klappt also auch. Hatte das Ding beim Test vorher schon mal mit meinem Gesicht gepaart. Ja, und hier ist dann unser Schminkspiegel und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Denn eigentlich hatte ich das schon mehr oder weniger abgeschrieben, als das Display immer weiter gerissen ist. Ich hätte eigentlich vermutet, dass mindestens der LiDAR den Geist dabei aufgibt und dann kein Face Unlock mehr möglich ist. Aber, wir haben ja gesehen, Face Unlock klappt. Und was noch seltsamer ist, wenn wir hier im Display unter Helligkeit und Anzeige gucken, wir sehen gerade, die automatische Helligkeit funktioniert und True Tone ist auch noch da. Das hätte ich eigentlich vermutet, dass mindestens True Tone verschwindet. Und Automatic Brightness ist eigentlich auch etwas, was zumindest bei Handys gerne mal abhanden kommt. Joa, im Endeffekt heißt das, dass hier dieses Ding jetzt mehr oder weniger 100% wieder einsatzfähig ist. Sicher aktuell noch mit ein bisschen Klebeband, was das hier zusammenhält. Einfach weil ich den Kleber nicht da hatte, aber ne, er ist jetzt mal bestellt.
Und ja, ich denke, das sollte dann auch ganz gut funktionieren, den Bildschirm einfach wieder reinzukleben. Dann braucht man hier die nicht mehr. Ansonsten, seht ihr, eine Hülle ist drum. Die hält das jetzt auch so ein bisschen zusammen. Sorgt dafür, dass mir nicht aus Versehen von der Seite irgendwo gegendotzt und das neue Display schon wieder kaputt macht. Und ja, ansonsten, prinzipiell, es funktioniert. Auch wenn ich hier einen günstigen Pencil hole. Das ist jetzt eigentlich ein Universal-Ding, der eher für Android gedacht ist. Aber wir sehen, jo, das funktioniert hier eigentlich alles. Also im Prinzip nirgendwo ein Problem. Ansonsten, ich habe es zumindest mal mit so ein paar Apps, die unkritisch sind und nur im Laden laufen, mal ein bisschen probiert. Es ist halt ein Tablet. Mir persönlich fehlen ein paar Funktionen, die ich einfach nicht nachrüsten kann, weil ich keinen Entwicklerzugang auf dem Ding habe. Und auch sonst, also zum Beispiel hier, dass man links lauter hat und rechts leiser. Ist ein bisschen seltsam. Und wie habe ich gelernt, der größte Joke, das Ding hat wohl keinen Taschenrechner. Ganz ehrlich, man kann alles nachinstallieren, wenn man will und sich dran gewöhnen. Neu wäre mir sowas wahrscheinlich nicht das Geld wert, einfach weil halt die Funktionen, die ich brauche, nicht da sind. Aber jetzt haben wir halt hier dieses Ding da, was irgendwie 100 Euro neuen Bildschirm bekommen hat. Wenn ich richtig gesehen habe, gebraucht, mag das Ding immer noch 500 Euro wert. Und hey, vom Schrott bewahrt, von daher besser als nix. Als Gerät, um mal Apple-Dinge gegenzutesten, ist das jetzt mit Sicherheit nicht der schlechteste Deal. Gut, wie wir gesehen haben, alles funktioniert. Bisschen Kleber noch, wenn er da ist. Und dann würde ich sagen, das Ding hier tut wieder, was es soll.